Okay, ich glaube, das war's hier, oder? Da oben geht's weiter. Es nimmt kein Ende. Mein Haus mitten auf dem Schlachtfeld. Okay. Gibt's auch bestimmt. Irgendwas. Sehr karge Behausung. Was ist denn das hier schon? Achso, da war ich ja. Komme ich jetzt dann? Ich muss darüber. Jetzt dachte ich, ich hätte hier eine geheime Festung oder sowas gefunden. Dabei war ich hier ja schon. Sportlich unterwegs, der Gute. Banditen. Was sonst, ne? Wir ziehen dir die Haut ab! Dich kalten, ja trächtiger Mutant. Was ist los? Dein Arsch gehört mir. Wow. Dein Arsch! Lang hält er das nicht durch. Fehler! Was ist los? Scheiße! Was habe ich gesagt? Lang hält er das nicht durch. Gebt mir alles, was ihr habt. Für Recht und Ordnung wäre dann langsam wieder gesorgt, hätte ich gesagt. Hihi. Ah, da hinten ist immer noch was. Ihr lebt hier aber gut, Jungs. Wird alles requiriert. Nee, das Bild brauche ich nicht. Ist hier nichts mehr. Ah ja, wieder ein Banditenlager weniger. Ich mag kein. Oh, 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 oh. Knapp ist gar kein Ausdruck mehr. Ich verweile kurz hier und werde etwas zu mir nehmen. Na, das hat ja reingehauen. Wasserflasche bringt's, glaube ich, überhaupt nicht.
Ja, doch. Ah, ich fühle mich mutig genug, weiterzulaufen. Jetzt laufe ich wahrscheinlich gleich irgendein Monster. Versteckter Schatz. Ja, gleich erstmal. Einen Brief. Boah, wir sind schon ziemlich voll, muss ich sagen. Gustav, ich möchte dich um etwas bitten. Ich bin in den Besitz einiger wertvoller Gegenstände gekommen. Frag mich bitte nicht wie. Aus Bescheidenheit möchte ich die heldenhaften Taten, die ich im Kampf für unser geliebtes Vaterland begangen habe, nicht herumposaunen. Jedenfalls ist es so verdammt viel, dass ich die Sache unmöglich alleine zurückschleppen kann. Deshalb habe ich alles in eine Truhe gelegt und diese am Strand begraben, am Fuß der Klippe mit den beiden verbrannten Hütten drauf. Dort, wo wir immer Krebse gefangen haben, erinnerst du dich? Ich bitte dich nun um Folgendes. Nimm einen Schubkarren und eine Schaufel und geh damit zum Strand. Aber sorg dafür, dass dir niemand folgt. Wir werden den Schatz verladen und in Visima verkaufen. Danach teilen wir die Gewinne halbe, wie es sich in einer Familie gehört. Wir sehen uns. Und vergiss nicht, zu niemandem ein Wort davon. Habe ich den nicht schon gefunden? Da unten? Bewachter Schatz und so? Ist es nicht der? Ja, ich habe den Wolf auch gesehen. Was steckt da, Schatz? Sollte ich vielleicht wieder auf Igni umschalten. Oh, bisschen Hundeteig, lecker. Sieh, wenn es kalt wird, ins Gesicht schmieren. Frierst du nicht so schnell aus? Ich höre euch. Bleibt weg von mir, dann bleib ich weg von euch. Wieder versteckter Schatz. Jetzt ab. Die Drecksviecher sind schnell. Aber nicht schnell genug. Warum sind hier schon wieder alle tot? Kann es sein, dass ich den falschen Brief gelesen habe? Gut möglich, oder? Vielleicht bei Questgegenstände schauen sollen. Versuchen wir es nochmal. Notizen eines Spions. Ist die? Pff,
15. Tag der Observation, 23. Birke. Sind wieder im Lager, haben haufenweise Beute mitgebracht, hauptsächlich Rüstung und Waffen, aber diesmal auch eine versiegelte Truhe. 16. Tag der Observation, 24. Birke. Vor Tagesanbruch kam ein Boot ins Lager. Gab große Aufregung. Sie stellten sofort eine Gruppe zusammen, um die Truhe zu transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich in Erfahrung bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. 17. Tag der Observation, 25. Birke. Sie haben die Truhe nicht so weit transportiert, nur zur verlassenen Hütte bei der alten Mühle. Sie haben eine Wache aufgestellt, sodass ich nicht näher herankam. 18. Tag der Observation, 26. Birke. Seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen, würden wir sie vernichten. Zu schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu dieser Außenposten abgestellt hat. Mich. Ich versuche heute Nacht reinzuschleichen. Wenn mir das Schicksal gewogen ist, reicht vielleicht ein einziger Mann. Moment. Verlassene Hütte bei der alten Mühle. Verlassene Mühle bei der alten Mühle. Jetzt sollte ich erstmal die Affen auf der anderen Seite. So, ich muss nach unten. Ja, dann sollte ich erstmal die Jungs da drüben. Oh. Wir ziehen dir die Haut ab! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Er zaubert! Der Bastard zaubert! So. Ich glaube, ich komme langsam rein. Oder auch nicht. Aber unter mir ist irgendwas. Ja, unter mir, aber wie komme ich da rein, verflucht nochmal? Jetzt eine ganz. Oh, schaut euch das an. Sehr cool. Und sie haben Schiss vor mir. Ah. Was ist das? Lass mal hier ein bisschen plündern. Durch die Mühle. Also. Wo
zur Hölle? Ja, das ist schön, dass er unter mir ist. Wie komme ich da runter? Echt, der springt aufs Dach? Cool. Es muss ja doch irgendwo eine Spur geben. Ja, komm, lauf, Kleines. Ja, es muss irgendwo... von da irgendwo rein. Ja, ich nehme einfach mal das Loch hier unten im Boden. Ich glaube, ich habe ihn. Na bitte, geht doch. War doch ganz einfach. Was haben wir noch so im Angebot? Nein. Echt nur noch wählen? Ziele, lies das Dokument, das du gefunden hast. Aber welches? Wen hier? Mögen die Götter auf dich und meine Schwester herunterlächeln. Ich bitte dich, meine Worte sorgfältig durchzulesen, denn sie sind sehr wichtig. Sobald du dieses Schreiben in der Hand hältst, galoppiere zu diesem Heiler Kramer in Maribor. Sag ihm, dass wir erstklassige Ausrüstung und Schemas für Hexenschwerter zu verkaufen haben. Ja, ich kann sehen, wo du dich am Kopf kratzt oder vielmehr am Arsch und dich fragst, hab ich richtig gehört? Ja, hast du. Ich hatte das Glück, mich um meinen Hexer zu kümmern, der mit einem Fuß bereits im Grab stand und mit dem anderen schon fast drin ist. Ich saß da und beobachtete, wie der arme Mann heftige Qualen erlitt und dachte mir, diese Ausrüstung und diese Papiere braucht er doch nicht mehr, wohin er geht. Aber für uns wären sie der Anfang in der Geschäftswelt, wenn wir sie für den richtigen Preis verkaufen. Ja, ich weiß, dass du dir Sorgen machst, also hör sofort wieder damit auf. Ich habe nicht alles genommen, deshalb wird niemand merken, dass überhaupt etwas von seinen Sachen fehlt. Trotzdem schade, denn dieser Hexer war ein guter Mann. Erst half er dem Baron, dem Baronett, das Rätsel um diesen Leuchtturm zu lösen, der die Schiffe in den Felsen zerschellen ließ. Dann tötete er den Drachen, der die vielen Bauern verschlungen hat. Das Problem war nur, dass sein Drache kein Zuckerschlecken ist und unser mutiger Held ziemlich viel einstecken musste. Er ist erledigt, das steht fest. Sobald er in der Gruft in den Buckelhügeln begraben ist, komme ich direkt zu euch. Da stellt sich nur die Frage, wie sie ihn überhaupt in die Gruft begraben wollen, denn dort soll sich ein Vampirhäuschen eingerichtet haben.
PS, ich habe dem Hexer auch mal ein paar Fläschchen erleichtert, aber da sie die Reise sicherlich nicht überleben werden, trinke ich sie lieber selbst und bin schon sehr gespannt, wie die Hexerfusel schmeckt. Vielleicht ließe sich ja damit auch ein Geschäft aufziehen. Dein Schwager A. Ballstock. Meinst du das Richtige? Was habe ich hier noch? Sage von Hexer Georg. Als Experte in der Angelegenheit der Angeklagten Bartoslav von Luffeld zu machen. Immer mehrere Schiffbrüche in der Nähe des Leuchtturms verursacht zu haben, denn... nicht jetzt. Und wie gesagt, Leute, ich kann kein Elfisch. Ja, aber welches Dokument denn? Welches Dokument? Welches Dokument soll ich? Das Kommandanten. Die Männer, die diese Nachricht bei sich haben, sind Norwegens ganz Postmeil Ochsenfurt zu eskortieren, wo sie von der radarischen Division erwartet werden. Das habe ich doch auch schon gelesen. Welche Dokumente habe ich noch? So viele. Frau Kreischling. Gwind. Ein Gebet. Alles die falschen. Wenn sie da landen, habe ich sie ja schon gelesen. Quest abgeschlossen, ein temerischer Schatz. Das war's? Ernsthaft? Aha. So, gibt es hier jetzt noch irgendwelche unaufgedeckten Fragezeichen? Nein? Schön, dann bin ich hiermit, glaube ich, erstmal fertig. So, wo bin ich? Hallo, Hexer, wo bist du? Ja, wenn es so ist. Dann. Vizima, Novigrad wählen und da oben habe ich auch noch Kermor. Oh, da gehen wir später hin. Jetzt erstmal ab nach wählen. Und zwar, wo möchte ich denn hin? Krähenfeld.